Heidi-ho! Ja. Beim letzten Mal haben wir hier Stellenwert 5 beendet. Und jetzt steht die Frage aus Bowsers Schloss. Aber nein, ich glaube, ich habe mich dann doch für die Sternenstraße entschieden. Mein Bowser ist ja... Bowser ist der Endgegner. Let's go. Das wird zwar mega schwer werden. Erstaunlich. Nur wenige Karten bis hierher. Vor dir liegt die Special World. Special Welt. Erforsche sie komplett und du erlebst eine echte Überraschung. Viel Glück. Hier waren 4 Röhren. Ja. Tschüss, Yoshi. Nee, da war nur ein Pilz drin. Kleiner. Oh, weitere Ranken. Okay. Dieses Level ist ja jetzt noch nicht so wirklich ein Problem. Einmal. Ja. Bitte schön hier hinspringen. Wofür soll ich denn den jetzt aktivieren? Einmal den Pilz einsammeln, das ist doch schön. Und versuche ich mal... Nein. Einmal mit dem P-Switch gerne hier hoch. Ich sagte... Nein, ich möchte gerne auf diesem Block, um hier hochzuspringen. Genau, ungefähr so. Links. Wo ging es jetzt links weiter? Und vor allem bringt mir das vermutlich nichts, wenn ich den P-Switch hier drücke. Und den zwar... Jetzt lass mich da hoch. Ja, sehr schön. Das war der P-Switch. Und das sind meine nicht vorhandenen Sprungkenntnisse. Ach, nicht Kenntnisse. Sprung-Skills. Und da ist die Zeit. Jetzt will man... Ah, ich erinnere mich. Nee. Ich glaube, ich weiß, wofür ich den Dings gebraucht hätte. Jein. Okay. Sie sind nicht umsonst hier hinten zum Schluss als Special. Und das Level heißt ja auch extraordinär. So. Einmal hier rüber den P-Switch rausholen. Jetzt sogar. Fast. Jetzt ist der P-Switch unten. Uiuiuiui. Das habe ich bisher zum Beispiel noch nie gemacht mit dem P-Switch klettern.
Nein, 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 und der P-Switch. Wo bist du hingefallen? Wo bist du hingefallen? Da. Ich sollte ihn vielleicht auch einfach nach oben schmeißen. Oh, das wird nicht. Das wird doch jetzt schon wieder zeitmäßig nicht. Das merke ich doch. Ich tue mich hier sowas von schwer mit dem P-Switch. Genau, einfach schön nach oben mit dem P-Switch. Und dann geht's bitte ordentlich Schwung holen. Genau. Geht über diese Notenblöcke bitte nach oben. Ich weiß, es ist möglich, also lassen wir es uns doch einfach mal ausprobieren. So. Einmal hier. Und da kam ich jetzt rein. Für die drei Yoshi-Coins. Ich komme hier nicht zurück. Ich glaube, das wollte ich gar nicht. Ich muss ja auch so genau da reinlaufen. Aber jetzt weiß ich, dass ich den P-Switch noch nicht mal unbedingt brauche. Ja, es geht hier weiter. Hoch, hoch, schon mit uns. Es geht weiter. So. Das Landen auf so kleinen Zielen ist mit Luigi nicht gerade angenehm. Ich hoffe, ich lande jetzt auf dem Goomba und nicht direkt vor ihm. Das ist natürlich... Ja. Es ist nun mal die Special World. Nein. Ich kann doch so springen. Mit Luigi geht dieser Sprung doch. Luigi ist doch so... Ungelenk. Ja, Ungelenk ist das falsche Wort. So. Dann einmal schön hier rein. Gut, da bin ich schön ausgewichen. Interessant. Interessant, interessant. Und hopp. Nein. Hat von euch schon mal jemand den Double Grab gemacht? Ich weiß noch nicht mal. Komm, aktivieren, 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 aktivieren. Der wirft trotzdem mit seinen Hämmern um sich. Wenn ich doch diesen blauen, nee, diesen grauen Schalter aktiviere, warum hat er denn eigentlich noch Hämmer, mit denen er werfen kann? Warum existiert er überhaupt noch, wenn ich den blauen Schalter drücke, den grauen? Das ist gerade eine nervige Stelle für mich hier in diesem... Wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich hier sicher. Das Leben kann mir noch nicht mal bis unten folgen. Weil ich so schnell bin. Den. Nein, ich wollte den Silbernen mitnehmen. Idiot. Lucky. Ah, der Ausgang. Das erfreut mich doch. Ich hab doch noch was in diesem Bad geschafft.
Was? Exzeptionell. Okay. Sehen wir uns beim nächsten Part an. Bis dahin, Nete. Na dann, tschüss.